So, hallo und herzlich willkommen zurück hier zu Car Mechanic Simulator 2015. Hier ist wieder euer Mechaniker Legolas. Wir sind in unserer Werkstatt und brauchen neue Aufträge, so wie ich sehe. Ja. So langsam wird es ja mit unserem Kontostand hier. Warte mal, wie kann ich denn jetzt eigentlich die Sache upgraden? Jetzt müssen wir mal gucken. Aufwertung wirklich aktivieren. Aufwertungspunkte verfügbar. 1000 Erf. Ja, wie ist denn das jetzt hier? Elektronischer Zähler, Druckprüfgerät. Puh, ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hier genau ist. Kann ich denn jetzt eigentlich den Auftrag schon annehmen? Ja, den einen kann ich jetzt mit dem Bremsproblem, das geht. Okay. Ja, hier zeigt es anscheinend auch an, dass es DLC-Auto ist. Oder wie? Ah, neue das Motorenöl. Ja, da haben wir dann, ja. So. Aber ja, wenn es so ist, dann würde ich mal sagen, allgemeine Werkzeuge schnelle Schrauben lösen. Ja gut, bis jetzt ging es noch. Schnelle manuelle Überprüfung, was soll denn das eigentlich sein? Den OBD-Scanner, ja gut, ja, eigentlich braucht man den noch nicht wirklich. Schnelle manuelle, ja, anwenden. Ja, okay, ah ja, das ist immer so. Man kriegt immer ab 1000 anscheinend einen Aufwertungspunkt. Ah ja, gut. Dann haben wir jetzt das. Man kann das jetzt nicht wieder zurückgängig machen und das kann ich doch eh nicht mehr aufwerten. Was wollt ihr von mir? So, was haben wir denn eigentlich im Inventar? Ach, das Rohr und so weiter. Können wir davon irgendwas noch reparieren vielleicht? Einfach mal so gefragt. Ja, den hinteren Querlenker könnte man probieren. Du hast das Teil repariert. Teilzustand nach der Reparatur 74%. Ja, ich könnte es jetzt nochmal riskieren, aber 74% ist eigentlich schon ganz gut, ne? So. Okay, ja, es wäre ja lustig, wenn man mal Räder wuchten würden könnte oder so. Aber bis jetzt war das noch nicht so. Ja, bei dem Teil konnte ich es jetzt riskieren, das haben wir irgendwann mal ausgebaut. Ja, das müsste man probieren, na, da wäre der Kunde ein bisschen günstiger weggekommen, ne? So, mal gucken. Halt, das Ganze, die Wasserpumpe und so weiter, die kann ich alle nicht reparieren, komischerweise. Oder lohnt sich das nicht? Ich weiß es nicht. So. Zustand, jawohl. So. Da. Ja. Das hier hat null sogar. Da will noch so einen alten Ölfilter, der nichts mehr taugt. So, jetzt haben wir wieder aufgeräumt. So, wir wollten ja Aufträge annehmen. Genau, den will ich haben. Ich will mal Öl wechseln. So. M, linker Heber. Das geht noch nicht, das auch nicht. Ja, das nehmen wir auch noch an. So. Oh, was ist denn das für ein altes Ding? Da ist es noch hier hinten drin, der Motor. Oh, ist der Motor alt. So, rechter Heber. So. Was haben wir denn hier für ein Problemchen? Öl wechseln, altes ablassen, neues nachfüllen. Und den Ölfilter natürlich, der muss auch dann gewechselt werden. Also man muss ihn nicht wechseln, aber es empfiehlt sich halt. So, das ist eine einfache Übung. Wir können schon mal einen neuen Ölfilter kaufen. So, Ölfilter. Ja, ich möchte das wirklich kaufen. So, neues Öl, das wird automatisch gekauft. Okay. Dann brauchen wir schon mal die Ölwanne hier. So.
Wie das Ding hier allerdings genau funktioniert, weiß ich auch nicht. Das sieht aus wie so ein Waschbecken. Wo ist die Ölablassschraube? Die ist hier unten. So, benutzen. Ich hoffe, ihr hört gerade nicht mein Auto. Mein Auto, genau. Weil ihr hört hoffentlich nicht mein Handy, meine ich. Weil die ganze Zeit fängt es hier an zu vibrieren, weil jetzt gerade wieder die Leute in der Gruppe von mir hier ziemlich aktiv sind. Das nervt manchmal wirklich. So, das ist aber nicht. Also ich will nicht, dass es hier am Boden läuft, ne? Ah, nee. Schwierig, das Ding zu postieren. So vielleicht? Nö. Muss noch weiter nach da oben, ne? So. Ja, und dann müsste es noch etwas nach da drüben. So. Warum zieht das immer so dumm an sich ran? Das hasse ich. So, jetzt steht es aber genau drunter, oder? Ja. Jetzt können wir die Schraube wegmachen. Ölablassschraube. So, geht es jetzt da rein? Ich sehe es nicht. So. War das wirklich alles Öl? Also die schraubt er immer gleich wieder rein, okay. Es ist keine Pfütze hier unten. Ich glaube, es hat funktioniert. So, den Ölfilter haben wir schon weggeschraubt. So. Jawohl. Das hätten wir auch. Ja, dann sind wir eigentlich schon fertig. Ich stelle das Ding jetzt mal hier hin. Das ist mir jetzt egal. Ich stelle es halt wieder ganz da hinten. Ne? So, Auto runter. Da sind wir schon fertig mit. Was kostet der Spaß? Nee, stimmt gar nicht. Stimmt gar nicht. So, hier müssen wir ja Öl nachfüllen. So. Gluck, 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 gluck. Ich glaube, das reicht mal. Jetzt lass mal gucken, wie viel drin ist. Ölnachfüllung 9 Euro. Messstab. Ah, da können wir noch ein bisschen reinfüllen. Ah, ich glaube, der geht dann auch schon automatisch nach oben, wenn er fertig ist. So, jetzt nochmal nachgucken. Ölmessstab. Jawohl, genau in der Mitte. Perfekto Meter. Ja, wir könnten auch ein bisschen mehr reinfüllen, dann kostet es ein bisschen mehr für den Kunden. Warte mal, einen kleinen Schluck noch hier. Komm. So. Kostet 14 Euro dann. Gucken wir nochmal nach. Ja, so ist es ganz gut. Also, so finde ich es auf jeden Fall besser hier. Dann ist es gleich so wenig hier. So. Ja, sagen wir mal 150 Euro und fertig aus. Alles perfekt, alles Taco, das war aber echt teuer. Aber eigentlich war es doch gar nicht so teuer, oder? Kostet ein Ölfilter so viel? 75 Euro? Ja gut, plus Öl. Naja. Egal, der Kunde zahlt. Ah ne, ich habe jetzt gedacht, warum ist jetzt hier ein Fleck? So, und jetzt mal gucken, was hat denn der Patient für ein Problem? Hinterbremstrommel. Jeweils zweimal Vorderbremstrommel. Maluch. Die Bremstrommeln, die sind unten. Da müssten wir eigentlich. Wie war das jetzt? Vordere Bremstrommel, ne? Egal, wir schrauben mal hier einen Münder los. Da sind vier Schräublein bloß an dem Rad. Die vordere Bremstrommel mal angucken. 21% hat die bloß. Ja, weg damit. Naja, abbauen. Oh. Wie geht die jetzt weg? Muss ich das den Deckel hier abnehmen? Die Abdeckung. Ja, tatsächlich. Aber die Abdeckung hätte uns ja nicht großartig behindert, oder? Naja, wenn es so ist. Radbremszylinder, das ist eine Trommelbremse, das ist auch interessant. Die habe ich noch nie so wirklich von innen gesehen, solche Bremsen. So, es waren jeweils die vorderen Bremsen, ne? Weil in dem Auto ja noch viel mehr getan werden müsste. Also, da sieht es ziemlich rostig aus, würde ich mal sagen. Die Bremstrommel, was für einen Zustand hat die?
49%. Ja, wobei, 49 minimaler Zustand, das müssen wir nicht reparieren. Gut, dann machen wir das Rad wieder dran. So. Ist ja nicht defekt. So. Jetzt geht's hier ran. Da müssen wir das Auto noch nicht mal hochbocken. Das ist eigentlich praktisch. Zerlegungsmodus. Weil es wird hier schon ein bisschen angehoben. Von daher ist das Rad schon frei. Aber ich würde mir das, wenn ich jetzt hier Räder wechsle, eventuell doch ein bisschen herstellen, ne? Was? Ach so. Nee, da müssen wir auch wieder die Abdeckung wegnehmen. So, knack, 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 knack. Ah, die ist schon draußen gewesen, aber jetzt so. Jawohl. Jetzt da hinten noch abschrauben. Ja, mich würde ja dann auch mal interessieren, dass man ein Auto auseinander ausschlachten könnten. Das wäre auch interessant, dann möglicherweise Teile reparieren, die wir später bei jemand wieder einbauen könnten. Gut, ob wir da natürlich uns ins eigene Fleisch schneiden, ist eine andere Sache. So, das hätten wir. Ich glaube nicht, dass wir da was reparieren können, oder? Abdeckung könnte man probieren. Nee, ich lasse es mal lieber. Das will ich nicht riskieren, dass die Abdeckung dann noch kaputt ist. So, was waren das jetzt für Teile? Bremstrommel, zweimal hinten, einmal vorne, ne? Ja. So, da müssen wir aber ins Maluchteile-Lager. Bremstrommel. Hintere zweimal. Enter, Enter. Und die vordere Bremstrommel. Wo ist denn die vordere? Kommt unter V, ne? So. Vordere Bremstrommel hier. Anwenden. So. Nü aber. Moment mal. Nee. Ja, die andere Musik war mir gerade wieder so ein bisschen zu krass, zu abgefahren. Deswegen muss ich die jetzt mal wegmachen. So. Rein damit, rein damit. Rein. Ja, das wirkt ja richtig arg hier, wenn man jetzt hier die anderen Teile, die alle schon so angerostet sind, anguckt, ne? Es tut einem ja schon fast weh hier. Ja, und wie es halt auch mal wird, wenn wir eigene Autos kaufen und die restaurieren, das wird auch interessant. Ja, da legen wir natürlich drauf, weil das ist dann unser eigenes Hobby sozusagen. Wenn wir da an einem Auto basteln. Weiß zwar nicht, was man da genau macht, ob man da ein Rennen fahren könnte vielleicht. Kann ja sein. Man kann es dann auf jeden Fall aufmotzen, tunen und so weiter, wieder restaurieren. Das ist alles möglich. Das ist aber interessant. Das wird man alles mal sehen, wie das ist, wenn es mal soweit ist. Im Moment haben wir ja so ein bisschen jetzt angefangen, haben uns ein bisschen etabliert, aber ja, wir müssen noch viel lernen, wir müssen noch viel verbessern an der Werkstatt. Ja, es kommt alles mit der Zeit. Aber wir gehen noch ein paar Folgen ins Land. Aber ich denke, es ist nicht zu langweilig oder für euch. Also ja, ist halt vieles immer mal das Gleiche hier. Kann ich jetzt leider auch nicht ändern. So, die Abdeckung drauf. So, aber ja, das langweiligste Let's Play wird durch die Kom durch das Kommentieren auch nicht langweilig, sage ich mal so. Wenn man gut kommentiert, dann kann man auch schlechte Dinge verkaufen, ne? So, 360 Euro dafür. Okay, abschließen. So, Perfektometer. Ab mit dem Schaden. So, Teflon. Ja, da fehlt die Erfahrung wieder ein bisschen. Ah, Mann. Setze neue Steuerteile an Motor. Die Steuerung muss ausgewechselt werden. Ja, das ist eigentlich immer interessant, so Motorsachen, finde ich jetzt, ja. So.
Ich finde es bloß schade, dass das nicht immer gleich auf die Hebebühne gesetzt wird, dass ich da erst wieder hinlaufen muss. Muss das hier einteilen hier. Warum wird es nicht gleich abgefragt, wohin ich das Auto haben möchte? Ja, es gibt da bei jedem Spiel immer was zu meckern, also es ist nie immer perfekt. Ja, Royal Crown haben wir jetzt hier. Ist auch ein schönes Auto. Gut, ich weiß nicht, ob es diese Zeichen wirklich gibt oder so irgendwie. Also die Marken wahrscheinlich jetzt nicht alle. Rechter Heber. Was war denn das eigentlich für ein Auto hier? Auch ein Royal Crown. Oder ja, ein anderer, aber können wir ja alles lesen. Ne, ein Royal Bianco. Ja, das ist wieder ein anderes Auto. So, Riemenspanner, Wasserpumpe, Zahnriemen ist da defekt. Okay. Das ist nicht schwierig. Was war es nochmal? Riemenspanner, Wasserpumpe, Zahnriemen. So, das kaufe ich gleich. Das Shop brauche ich nicht mehr hier. Ich mache nochmal hier. So. Riemenspanner. Ja. Jawohl, Telefon. Zahnriemen. Nee, nicht Riomen. Riemen. Nee, Riemen. So. Ja, deutsche Sprache, Schwersprache. Ah, die Frage ist jetzt, ob das so einer ist oder nicht. Ja, wir warten mal. Die Wasserpumpe kann ich aber mal. Ja, Wasserpumpe. Nee, nicht Punne. Wasserpumpe. So. Das ist für die R4er. Jawohl. Plus beim Riemen bin ich mir nicht sicher. Aber das dürfte. R4 Gehäuse, das dürfte dasselbe sein, aber wir können ja mal hier demontieren hier. So, lass mal den Spanner weg, den Riemen weg. Ach, das geht nicht, weil der erst weg muss. Dann der, die Wasserpumpe. Das ist ein einfaches Ding. Zwei Schräublern auf. Ja, jetzt müssen wir den ganzen Riemengedöns hier wegmachen. Also die ganzen Zahnräder hier, damit wir die Steuergehäuse wegkriegen. So, hier. Aber ich nehme an, das ist dieser dreieckige Riemen hier. Ja, ist das, aber man weiß es ja nie. Also bei R4 ist es, glaube ich, jedes Mal der Riemen. So. Zahn. Nee, nicht. So, irgendwas hier. Zahnriemen. So, den da. 120 Euro, das wird wieder teure Reparatur. Ja, ist auch ein wichtiges Teil der Zahnriemen, der steuert hier ja das Ventilspiel. So. Samba-Modus. Einmal Riemchen drauf. Dann Gehäuse drauf wieder. So. Hier. Also der innere Riemen hier in dem Gehäuse da, das ist halt der wichtigste Riemen. Der tut das ganze Ventilspiel steuern. Wenn da natürlich was verdreht wird beim Zusammenbau, dann ist Polen offen, sozusagen, wie man so schön sagt. So, dann kann es wirklich sein, dass mal ein Ventildeckel mit einem Kolben kollidiert, im schlimmsten Falle. Oder sich verbiegt, oder je nachdem. So. Riemen. Den noch drauf, jawohl. Was war denn noch defekt? War da noch was defekt dran? Nee, ich denke, das war's. Klappe zu, Affe tot. Alles repariert. 429 Euro. So. Dann kommt der nächste Kandidat. Was hat der? Riemenspanner, Wasserpumpe, Zahnriemen. Das gleiche Problem. So, ich gucke jetzt aber vorher erstmal gleich rein in den Motor hier. Der Luftfilterdeckel ist hier auf der Seite. Ja, aber es müsste dasselbe Sache sein wie beim anderen. So, zweimal dasselbe Problem. Irgendwie witzig. So, dann können wir hier mal wieder. So. Hier ab mit dir. Dann diese Tragrolle wieder ab hier. Knacks, knacks. Das müsste alles sein.
So. Ja, könnte ja auch meine Lichtmaschine kaputt sein oder so. Ne? Ja, auch mal was. Zahnriemen 1%. Oh, der wäre fast schon gerissen. Dann stehst du mal da, ne? Wenn der Zahnriemen reißt. Das ist nicht ohne. So, den kaufe ich gleich. Dann wieder die. Den Riemenspanner. Wenn man so Resens-Teile irgendwie aufrufen könnte, dann könnte man da gleich noch schneller klicken. Wäre auch interessant, so was man gekauft hat. So die Einkaufsliste, das fehlt mir auch so ein bisschen. Und die Wasserpumpe. Die Wasserpumpe R4 war es. Anwenden. So. Ja, da das ist auch so ein bisschen so Gehirntraining. Man kann hier sich dann die Sachen merken. Ja, durchaus. Zusammenbauen. Hier das Steuergehäuse drauf. Ich werde da tunlichst vermeiden, hier mit dem schlechten Werkzeug, das ich momentan habe, hier nochmal was probieren zu reparieren. Wenn ich 80% die Reparaturchance habe, dann würde ich es riskieren. Weil, wenn dann was kaputt geht, also das ist sehr unwahrscheinlich. Wasserpümpchen. So. Dass man die allerdings nicht reparieren kann, das wundert mich so ein bisschen. Oder rentiert sich das nicht oder lohnt sich es einfach nicht? Ich habe keine Ahnung. Dass die halt immer irreparabel kaputt ist, kann ja sein. Bei der Lichtmaschine könnte ich es verstehen, das ist ein Generator, wenn da die Wicklung kaputt ist oder durchgebrannt, dann kannst du da eigentlich nichts mehr reparieren. Das wäre einfach viel zu teuer und aufwendig, da kann man gleich neu kaufen. So, das ist fertig. Halt nicht speichern, sondern hier. Jawohl, alles gemacht. Auch wieder 429. Das war der gleiche Preis. So, auf Wiedersehen. Kommen Sie bald wieder, wenn wieder irgendwas wäre. So. Was haben wir denn jetzt hier? Motorfehler. Motor arbeitet unruhig. Ja gut, aber das wird uns nicht mehr lang in der Zeit. So. Werkzeug. Wir haben wieder einen Erfahrungspunkt. Schnelles Zusammenbauen, Überprüfung, Tablet, da kann ich dann, da brauche ich nicht mehr zum Computer rennen. Das ist auch interessant. Schnelle Schrauben lösen. Ja, da muss ich halt nicht ständig draufbleiben und halten, ne? Was ist schnelleres Zusammenbauen und Zerlegen? Kann ich jetzt hier eigentlich nochmal? Nö, ist bereits aktiviert, genau. Könnte das Werkzeug aufrüsten, das sehe ich aber eigentlich. Ja. Müsste ich nicht unbedingt machen, ein Druckprüfgerät brauche ich eigentlich noch gar nicht. Ich habe noch nie einen Reifen aufpumpen müssen, aber ich glaube, das hat damit nichts zu tun, das hat mit was anderem zu tun. Man kann auch vom Motor die Kompression und so prüfen irgendwie. Müsste ich mal meinen Bruder fragen, der lernt Automechaniker. Ich habe da keinen Plan von. Der erzählt hat manchmal so ein bisschen, ne? So, ich glaube, ich nehme mal das schnelle Zusammenbauen, ja. Jawohl, dann hätten wir das. Ja, die zwei Aufträge, die nehme ich schon mal an. Annehmen. Wir können ja mal geschwind dann reingucken, was die schon für ein Problemchen hätten. Ah, wieder so ein Autochen hier. Ja, und hier ist der Kofferraum übrigens. Da ist die Batterie drin. Nur für alle, die es nicht wissen. Gut, wusste ich jetzt auch nicht, aber habe jetzt mal schlau dahergeredet. Ich habe mir es denken können, dass da der Kofferraum drin ist, aber die Batterie wusste ich jetzt nicht wirklich. So, halt nicht Computer. Könnte ja sein, dass da einer eine E-Mail schreibt mit dem Auftrag. Auftrag annehmen. So, her mit. Ja, wir werden auf jeden Fall besser, schau mal, ja. So. Was haben wir denn hier Schönes? Rechter Heber, bitte. So, was hat der Kandidat für ein Problem? Kolben mit Bleuelstange, oh, da muss man einen kompletten Motor zulegen. Vergaser, Zündverteiler, Zylinder, Zylinderkopf. Huh, das wird teuer. Was hat der für ein Problemchen? Oh, Nockenwelle. Kraftstofffilter, Wasserpumpe, nein, das ist nicht so viel, aber da, oh, das wird interessant. Ey, da freue ich mich schon drauf. Da freue ich mich schon wirklich auf die nächste Folge. Ja, die da, das auch gleich demnächst kommt. Im nächsten Tag natürlich, morgen. Ja, ich danke euch recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Legolas. Tschüss.